Wir sind hier auch zum ersten Mal auf der Art Cologne zusammen mit der Galerie Wahus Ritterhaus. Wir haben hier den Stand des Collaborations. Wir zeigen hier einmal Malerei aus dem Rheinland von der Jetztzeit und Fotografien aus den 80er Jahren in New York. 4 Jahre. 2011 haben wir angefangen. Ja, wir sind halt Kollegen auch aus der gleichen Stadt und Wahus Ritterhaus haben ein super Programm. Und ja, da haben wir einfach mal gesprochen, ob wir nicht zusammen für die Art Cologne bewerben sollen, vor allem auch für die Collaborations. Ja, und da haben wir gedacht, okay, unsere Programme, sagen wir mal hier zwar mit Fotografie und Malerei, sieht zwar auf ersten Blick sehr unterschiedlich aus, aber wenn man das jetzt mal geschichtlich einordnet, in 80er Jahre die Köln-New York-Achse, haben wir versucht, das einfach jetzt auch ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Und wir haben das halt so gemacht, dass wir quasi auch die beiden Messen verbinden, Art Cologne und Nada, Fotografien aus den 80er Jahren New York und Malerei aus dem Rheinland von der Jetztzeit. Ich sage jetzt mal viel Fotografie, 80%, wir haben auch einen Maler und glaube ich jetzt 5 Fotografen. Ja, wir zeigen hier Arbeiten von Josef Rodriguez. Hier im Hintergrund aus Spanish Harlem, alle aus den 80er Jahren, sind Ziberchrom-Arbeiten, die unglaublich schöne Farben haben und ja auch wirklich sehr intime Fotos sind von den Menschen, die dort leben. Josef Rodriguez war selbst Drogenabhängiger und ist dann im Gefängnis gelandet und er meinte, was ihn halt gerettet hat, das war die Fotografie und hat angefangen, das zu fotografieren, was er quasi täglich gesehen hat und täglich durchlebt hat. Und er meinte, das war für ihn wie eine Therapie und so sind diese Arbeiten hier in Spanish Harlem entstanden. Und dann haben wir hinten noch auf der anderen Seite Jamel Shabazz, der auch aus New York ist und der viele Fotografien in Brooklyn gemacht hat. Und ich würde mal sagen, was die Zeit in den 80er Jahren angeht, sind das auch mit die bedeutendsten Aufnahmen. Vor allem was Lifestyle, Kultur und überhaupt ein Lebensgefühl der 80er Jahre angeht. Ja, bis jetzt würde ich sagen, alles gut und wie immer auf Messen, es ist einfach unberechenbar, du weißt nicht, was passiert. 5 Sekunden später und alles kann sich ändern. Aber ich finde immer wichtig, das zu machen, was man denkt, was gut ist. Wenn man meint, man sollte das machen oder man meint, man sollte mit diesem Künstler zusammenarbeiten, dann soll man das tun, man soll auf sich selbst hören und auf niemand anders. Und so kann auch, glaube ich, nur ein richtig gutes Programm entstehen, wenn man wirklich nur das macht, wo man hintersteht. Und alles, was wir zeigen, da kann ich hundertprozentig hinterstehen, weil ich selbst wahrscheinlich mit am meisten liebe. Ja. Ja, und es gibt mir auch Kraft, dann immer jeden Tag das zu machen, weil es ist, ich weiß, es ist für das Richtige, was ich da mache und mir gefällt's.